Worauf achten Privatanleger beim Kauf eines Zertifikates? Da gibt es gleich viele, viele verschiedene Faktoren und der Deutsche Derivateverband wollte im Januar-Trend etwas genauer wissen, worauf die Anleger eben achten. Bei mir ist Lars Brandau, der Geschäftsführer. Was ist rausgekommen bei dieser Umfrage? Ja, wir sehen hier ein sehr heterogenes Bild und wenn wir uns die Grafik gleich mal anschauen, dann sehen wir eine Torte mit vielen, vielen Farben. Insgesamt haben wir gefragt nach Bonität, Handelbarkeit der Produkte, Geld, Briefspanne der Produkte, Informations- und Serviceangebot und gute Erfahrungen in der Vergangenheit. Und im Grunde genommen, die überwiegende Anzahl der Kunden achtet nach wie vor auf die Bonität des Emittenten. Das ist, glaube ich, sehr intelligent. Da, glaube ich, haben die Anleger sehr viel dazugelernt in den vergangenen Jahren dieser Finanzkrise nach der Lehman-Pleite, als man dann auch verstanden hat, was es eigentlich bedeutet, wenn man von Emittentenrisiko spricht. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Signal. Insofern sieht man aber, dass die Bonität nicht das einzige Kriterium ist, was entscheidend ist, wenn sich ein Anleger tatsächlich für ein Produkt entscheidet. Und die Heterogenität dieses Ergebnisses deutet eigentlich darauf hin, dass Anleger da, glaube ich, ganz viel verstanden haben, wenn es darum geht, sich ein Produkt auszusuchen. Es gibt mehrere Faktoren und das ist nicht immer, wie viel Prozent Rendite mache ich damit, sondern es gibt noch ganz andere Kriterien, die sind hier, glaube ich, ganz gut abgefragt. Ganz überraschend aber, ich habe auch mit Spannung auf die Grafik geschaut, nur knapp 4%, für die ist Service wichtig, das ist eine erstaunlich geringe Zahl, oder? Finde ich eigentlich auch. Das ist aber, glaube ich, dadurch zu erklären, dass die Emittenten in den zurückliegenden Jahren unglaublich viel getan haben in Bezug auf diese Serviceleistungen, Hotlines, Informationsmaterial, Webinare, Roadshows, was es alles gibt. Ich würde fast behaupten, die Zertifikateindustrie ist die mit Abstand am agilsten innerhalb dieser Finanzindustrie. Die Zertifikate-Leute machen sehr, sehr viel für die Kunden. Das ist ausgebaut worden, aber man hat sich von Kundenseite auch so ein bisschen dran gewöhnt, dass man diese Informationen abrufen kann. Das ist vernünftig, man weiß das, aber auf der anderen Seite, dadurch, dass man sich so dran gewöhnt hat, ist das eigentlich kein wirkliches Kaufkriterium. Man nimmt diesen Service so zur Kenntnis, findet das in Ordnung, aber es ist kein Kaufkriterium. Halten wir also fest, Emittentenbonität ist nach wie vor das Wichtigste für den Privatanleger beim Kauf eines Zertifikates. Das war Lars Brandau, der Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes. Herzlichen Dank.